So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, die ich aber leider auch schon so gemacht habe. Deshalb, ihr seht ja, wir haben 3 von 8. Wie gesagt, das ist die dritte Aufgabe, die ich gemacht habe. Nämlich, durchsuche 7 Truhen bei Dirty Dogs oder Salty Springs. So, dazu gehen wir jetzt mal ganz schnell. Wo gehen wir denn hin? Machen wir einfach mal Solo. Wie gesagt, ich würde euch eigentlich auch den Solo-Modus empfehlen dafür, weil erstens ihr habt die Bots, könnt da auch noch die Kills machen in den Dogs. Dann gleichzeitig natürlich die Kisten machen, weil dadurch habe ich das automatisch auch mitgemacht, aus Versehen. Ist halt genauso wie mit dem Sniper-Shot. Gerade dann mache ich in der Runde einen Headshot. Man kennt es. So, dann natürlich danke für die ganzen Abonnenten, die ganzen Kommentare, die ganzen Likes. Also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich da Danke sagen soll. Aber wenn es um die Skin-Verlosung geht, die ist nämlich morgen. Morgen am Freitag um 18 bis 19 Uhr. Der Stream wird schon früher starten, also gerne Abo dalassen, Glocke aktivieren, man kennt das Spiel ja schon, damit ihr da definitiv nichts verpasst. Es wird wahrscheinlich die Ghoul-Trooperin werden, aber wir müssen halt gucken, wer morgen im Chat ist, ach, wer morgen im Shop ist. Aber ich denke mal, das wird schon so funktionieren. Ich glaube nicht, dass sie ihn nach einem Tag schon wieder rausholen. Das wäre eigentlich ziemlich dumm von denen. So, wir müssen Kisten öffnen. Entweder hier oder dort. Also die zwei Orte. Der hier oder dort. Wie gesagt, auf dem Thumbnail werde ich es natürlich auch nochmal zeigen. So. Die meisten, denke ich mal, werden Salty abspringen. Ihr müsst halt immer gucken, ich würde immer die hintere Variante nehmen, weil die vordere, da versuchen die meisten halt logischerweise ihren Kills zu machen. Ist auch mit die erste Stadt hier in dem Radius. In dem Fall würde ich hier hinten hingehen. Und ihr könnt die Kisten natürlich in jedem Modus öffnen, nur nicht im Kreativmodus. So, dann gehen wir mal Dirty Dogs runter. Und ich meine, in der einen großen Halle hatte ich glaube ich schon allein 3 Kisten. Ich wollte nämlich gar nicht alle aufmachen, aber ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man mitten im Kampf ist, dann macht man aus Reflex, zack, die nächste Kiste. So, so hoch will ich gar nicht sein. Wie gesagt, gemeint ist halt hier die Hafenstadt. Oh Gott, verdammt hoch. Ich zeig's nochmal. Entweder halt hier oder da landen. Einfach 7 Goldtruhen öffnen und schon hat man die Aufgabe geschafft. Ich meine, eine simple Art wäre natürlich, jedes Mal hier vorne zu landen. Ich weiß auch nicht, ob derjenige jetzt gerade dieselbe Idee hat. Aber am besten halt hier oben drauf. Ja, so nehme ich nicht. So hätten wir schon mal einen Kill. Weil hier, ihr seht ja, oben drauf wäre eine Kiste gewesen. Hier ist jetzt noch eine. Hätten wir nämlich eigentlich schon 2 Kisten safe gehabt. Um 7 brauchen wir ja insgesamt. So, ich weiß nicht, ob das hier immer noch funktioniert mit dem Wasserspringen. Und da unten seht ihr nämlich schon die nächste Kiste. Ich probiere hier gerade. Müsste eigentlich funktionieren. So, jetzt haben wir nämlich jetzt schon, hätten wir 2 Kisten. Ich zähle nur mal so mit, damit ihr selber seht. Da haben wir schon die dritte Kiste. Da noch ein Biggie. Und die meisten werden halt wirklich hier oben landen, weil logischerweise, da ist ja der meiste Loot. Aber hier vorne ist, glaube ich, wie so ein kleiner Geheimtipp. Also ich würde euch. Diese Mistviecher, ey. Echt empfehlen, hier vorne zu landen, weil, ihr habt ja gesehen, die anderen sind alle schön weitergezogen. Hier wären wir bei Kiste Nummer 3. Hier ist definitiv noch eine. Dun, 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 dun. Frag ich nur wo. Hä? Ist die über mir? Ja, da müsst ihr natürlich. Hä, hier ist doch oben keine. Hier irgendwas verpasst? Ach, da ist die Anna.
So, dann wären wir, glaube ich, bei der vierten, meine ich. Wenn nicht sogar fünften. AR-Munition brauchen wir auch keine. Ich höre hier noch eine. Hier ist noch eine. Ich gehe mal weiter nach links. Ach, hier. So, da wären wir, glaube ich, schon bei 6. Ach ja, ich habe ganz vergessen, in Zelten können ja auch welche sein. Gucken wir in den Containern. Naja, habe ich mich verguckt. 8 Schuss ist natürlich ganz schlecht. So, aber wie gesagt, ihr habt ja jetzt gesehen, wo die Kisten sind. Also ich würde euch halt, wie gesagt, echt empfehlen, geht da hoch. Da ist es halt echt am simpelsten. Wir gucken einfach mal, ob wir hier den Kill eventuell abstauben können. Nee, ist unten. So kann man es natürlich auch machen. Man kennt ihn. Man nennt ihn einen 30er. So, dann hättet ihr nämlich auch schon 2 Kills. Also ich sehe Sache, ich habe mich eben hier so rumgequält. Aber halt aus Versehen die Kisten geöffnet. So, damit würde ich sagen, war es das eigentlich schon mit der Aufgabe, weil ihr habt ja jetzt alles gesehen, was ihr wissen müsst. Wie gesagt, ich zeige es jetzt nochmal gerade auf der Minimap, stelle mich mal hier in die Ecke. Ihr müsst entweder halt hier zu den Dirty Dogs oder zu Salty und nicht zu Pleasant Park. Das habe ich nämlich eben schon in der Aufgabe durcheinander gebracht. Und dann würde ich sagen, wenn ich dir damit schon helfen konnte, wie gesagt, gern ein Abo da lassen, kostet dich ja nichts. Und so bist du halt auch bei der Verlosung dabei. Sei halt, wie gesagt, morgen von 18 bis 19 Uhr im Stream. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.